Und dann hat er es ja, vielleicht sogar bald geschafft, seine Platzierung in der Gesamtwertung und der Rückstand also nur 21 Sekunden. Und wenn er die Zeitqualifikation, ich sage das jetzt einfach mal so, als Etappensieger mitnimmt, und dann ist er ja schon nah dran am gesamtführenden Fabian Cancellara, sollte er dann noch einen kleinen Vorsprung ins Ziel mitnehmen, dann ist das also der neue gesamtführende Philippe Gilbert, aber das ist wirklich sehr weit vorausgegriffen. Wir sehen ja jetzt hier hinten, dass man dort das Tempo wieder ein klein wenig forciert hat. Haben wir noch einen Teamkollegen, das ist Evans, dort an zweiter Position. Teamkollege von Philippe Gilbert. Der wird ganz klar keinen Streich machen. Das kommt ihm alles wirklich entgegen, die Streckenführung hier. Kleine, enge, kurvenreiche Straße. Jetzt geht's bergab. Philippe Gilbert aus Belgien an der Spitze. 145 Meter hoch, diese Kuppe, und das Ziel befindet sich auf einer Meereshöhe von 10 Meter. Ja, man hört nichts vom Vorsprung des Belgiers. Sehr vorsichtig hier. Unrhythmisch diese Abfahrt. Und die letzten 7 Kilometer, die dort angezeigt wurden. Zeit läuft mit für den Belgier Philippe Gilbert vom Team Silence Lotto. Die Verfolger, wann kommen sie zur 7000 Meter Marke? Jetzt sind sie gleich dort, noch diese Kehre. Fast eine halbe Minute, na 22 Sekunden, also... Ein guter Vorsprung, allerdings auch ein knapper Vorsprung. Hier Philippe Gilbert. Bei der Italien-Rundfahrt hat er das auch während der ersten Etappen schon versucht. Kurz nachdem man also in Venedig losgefahren war, zunächst in Richtung Slowenien. Aber er musste warten bis zur 20. Etappe bei diesem Giro d'Italia, ehe er seinen vollen Erfolg hatte in Anjani, also am vorletzten Tag der Rundfahrt. Dann hat er noch die Elektro-Tour gewonnen. Etappe Nummer 4 und Gesamtwertung. Oh, wow, wow, 2 von Age Desert und Quickstep. Wer liegt da? Also Teamkollege von Tom Bohnen, der sich hier, Ad Weinands, ne? Der sich da abgeräumt hat. 149 und... Martin Weinands, ja. Weinands hatte ich gesagt, Martin Weinands ja, im Eifer des Sturzes. Ja. Jetzt sind wir nochmal vorne bei Philippe Gilbert aus Belgien. Also ein Belgier ist dort zu Fall gekommen und ein anderer kämpft da vorne um den Etappensieg, nämlich Philippe Gilbert. Über den Giro d'Italia haben wir gerade gesprochen, seine Teilnahme, seinen Sieg beim Giro d'Italia. Die Italien-Rundfahrt hat er bereits dreimal bestritten, die Spanien-Rundfahrt zweimal. Das ist also hier in diesem Jahr seine ebenfalls dritte Teilnahme. Wir haben während der bisherigen 4 Etappen schon häufig von ihm gesprochen, auch von seiner Vorbereitung hierher. War 10 Tage im Höhentrainingslager in Livigno. Also das liegt etwa auf einer gleichen Höhe wie St. Moritz, das sich inzwischen auch zu einem sehr beliebten Trainingsort für die Radrennfahrer entwickelt hat. Ja, aber guck mal hier, Quickstep, die sind jetzt wieder komplett vorne für Tom Bohnen. Das heißt, er hat eben jetzt auch diese Welle überstanden, diese kleine Steigung, und hat seine Teamkollegen angewiesen, vorne das Tempo zu machen. Tom Bohnen haben wir auch gerade schon gesehen, also unter die besten 15, unter die besten 20 befindet sich der nächste Belgier bereits, der heute die Etappe gewinnen will und ihm damit die Butter vom Brot nehmen möchte. Ja, jetzt wird der Dritte ein bisschen schwerer. Wenn er mit Vorsprung ins Ziel kommt, könnte er ja sogar gelb übernehmen. Hat also im Augenblick als 12. der Gesamtwertung 21 Sekunden Rückstand. Das heißt, er hat einen für seine Verhältnisse auf jeden Fall sehr guten Prolog gemacht. Ist er nun nicht unbedingt der begnadete Zeitfahrer. Ja, der hat sich wahrscheinlich auch einiges ausgerechnet für diese ersten Etappen, oder sagen wir mal die Etappe am vergangenen Dienstag. Vielleicht auch damit spekuliert, dass die Etappe am Dienstag etwas anders zu Ende geht als in diesem Massensprint und den Sieg von André Greipel. 14. ist er beim Prolog gewesen, eine Position hinter
Linus Gerdemann und 2 Sekunden hinter dem Deutschen. Aktueller Abstand, vorhin hatten wir 22 Sekunden, 7 Kilometer vor dem Ziel. Und jetzt hier an der 4000 Meter Marke sind es gerade noch 13 Sekunden für Philipp Gilbert. Das Herz sagt ja, er soll es schaffen, aber der Verstand sagt nein. Wenn jetzt hier noch eine zweite Mannschaft einsteigt, dann reichen diese 11 Sekunden für fast 4 Kilometer nicht. Gerade drum. Haben wir mit dabei. Und Quickstep. Columbia kommt jetzt nach vorne. Hier Dominik Rötz. Saxo Bank links im Bild. Noch, ach nee, es war Dominik. Entschuldigung. Mich vertan. 10 Sekunden werden noch angezeigt. Und spätestens jetzt, also wenn André Greipel seine Mannschaft nach vorne schickt, dann wird es also schlagartig wieder geringer werden mit dem Vorsprung vom Franzosen Philipp Gilbert. Belgier. Belgier, richtig. Ein Mann, ein Wort. Es ist eine Gelegenheit für ihn gewesen und er hat sie beim Schopfe gepackt. Also er hat sich gezeigt, er hat es versucht. Er konnte sich vorstellen, wie schwer das wird. Jetzt gibt er auf. Aber man muss sagen, alle Achtung, Philipp Gilbert, genau das, was man von ihm erwarten durfte, hat er hier und heute gezeigt. So 3000 Meter Marke, jetzt kommt gleich ja, so eine Rechtskurve mit einem Kreisverkehr davor. Das ist ein bisschen... Ah, komische Streckenführung gegen Ende der Etappe, aber eine 90 Grad Rechtskurve, dann wird es ein bisschen mehrspurig. Ja, hoffen wir mal nicht mit so vielen Erhöhungen rechts und links, denn das Feld wird jetzt breit werden. Jeder will seinen Sprinter in die beste Position bringen. So, jetzt diese Rechtskurve. Achtung. Ja, läuft alles glatt, Straße ist auch breit genug, haben wir vorhin schon erwähnt. Da gibt es eigentlich keine Schwierigkeiten und vor allem jetzt hier in diesem Abschnitt. Und jetzt geht es erst einmal so gute 800 Meter schnurstracks geradeaus. Da kommt dann nichts, eine langgezogene Linkskurve, ähnlicher Kreis. Da kommt man aus dieser großen Straße, ja, Autobahn kann man sagen, Bundesstraße würde man bei uns zu Hause sagen, wieder raus. Und dann sind sie schon fast an der 1000 Meter Marke. Also dort nicht so dramatisch von der Streckenführung, weil es einfach genügend Platz gibt. Wackern zu liefern. Oh, die Jungs, die am letzten Dienstag in Lüttich alles abgeräumt haben. Auf jeden Fall unbeabsichtigt, also das wollen wir nicht unterstellen. Derjenige, dem das passiert ist, wird sich meist selber am meisten ärgern, ganz klar. 1,5 Kilometer noch. Und Liquigas auch zu sehen mit den Sprintern Sabatini, Zweiter vom zweiten Tag, und Benatti. Und dieser Benatti kann ja eben das gelbe Trikot noch zu übernehmen. Wir wollen es jetzt für alle dazugekommenen Zuschauer noch einmal erwähnen. 4 Fahrer haben heute theoretisch die Chance, an Cancellara vorbeizugehen mit der Zeitgutschrift von 20 Sekunden für den Tagessieg. Und dabei André Greipel, ihn hatten wir schon angesprochen, also er gehört dazu, ganz klar. Tom Boonen und Tyler Farrar, Daniele Benatti ebenfalls noch mit dabei. Und das sind die Sprinter, die jetzt ihre Mannschaften nach vorne geschickt haben. Wo sind sie? 900 Meter noch, damit sind sie an der 1000 Meter Marke vorbei. Jetzt geht es schnurstracks geradeaus. Wo ist der André Greipel? Dort hinten an 4. Position. Garmin nicht mit dabei, vielleicht Tyler Farrar heute nicht in Form. Also von Sieberg, dann einer von Liquigas, dann Vacan Solé und dann schon André Greipel. Guck mal, Benatti und Boonen am Hinterrad von André Greipel. Die wissen ganz genau, dass das der Sprintstärkste ist. Dahinter dann Tom Boonen und Oscar Freire sehen wir auch. Der Spanier hinter Tom Boonen, dort ist er zu sehen. Das ist keine günstige Situation, weder für André Greipel noch für die anderen Sprinter. Jetzt wird wieder rausgenommen. Jetzt geht Tom Boonen, Benatti vorne, immer noch an 1. Position. Tom Boonen wartet noch. Benatti vorne zieht den Sprint an. Jetzt kommt Tom Boonen mit einer tollen Fahrweise auf den letzten Metern. André Greipel zeigt uns auch genau so den Sprint. Greipel ist nicht zu schlagen, gewinnt vor Tom Boonen und Daniele Benatti. Und damit haben wir die ersten drei, also der zweite Etappensieg für André Greipel. Und das bedeutet sogar, ja, das gelbe Trikot für André Greipel. Er war Vierter mit 11 Sekunden Rückstand und bekommt 20 Sekunden Zeitbonifikation. Tom Boonen, der Zweite, bekommt 12 Sekunden Zeitbonifikation und hatte wie viel Rückstand? 9, ne? Ja, bis hierher.
Grabsch und Greipel waren auf gleicher Höhe, aber von Grabsch wussten wir, dass er nicht dabei sein wird. Tyler Ferrer dann am Ende im Sprint doch noch dabei. Und zwei Dinge ganz wichtig aus meiner Sicht. Also André Greipel hat diese Situation, die für ihn erst einmal gar nicht so gut sah, sehr, sehr clever ausgebaut zu seinen Gunsten. Er hat Bohnen den